Hey Leute, willkommen zurück zu The Search. Ach Gott, oh Gott, ist schlimm, Nukleus hier. Die neuen Gegner, die sind ziemlich unangenehm, muss man sagen. Warte mal, hier bin ich ja auch nicht gewesen. Habe ich hier noch was ausgelassen? Weil hier bin ich ja dann auch irgendwann den Aufzug runter, genau. Nee, aber hier müsste ich eigentlich alles mitgenommen haben. Ging's denn da nochmal hin? Ich habe jetzt wieder ein bisschen Pause, also nicht, dass ihr euch wundert. Ach genau, hier konnte ich runterspringen. Hätte Brücke schon wieder alles vergessen. Hätte, nee. Nicht alles, aber ich musste nochmal sicher sein, dass ich hier nichts vergessen hatte. So, ja, schön, Nukleus. Ist es nicht herrlich hier? Hier sind überall diese komischen Krebsgeschwüre unterwegs und wollen uns das Leben zur Hölle machen. Oh nee, da war das Gas. Mal hier. Muss ja mal langsam, ne? Muss ja mal langsam irgendwo hingehen, wo... wo gut ist. Log 6. Es ist ein klares Muster erkennbar. Evolutionstheorie. Ich bin kein Spezialist, aber ich sehe es. Es ist nicht mehr einfach nur ein System. Es ist eine Entität. Unmöglich, es nicht zu bewundern. Hier entwickelt es sich weiter. Geister und Echos durchziehen den Code. Die ursprünglichen Prozesse sind mit Millionen von anderen verschmolzen. Nicht alle von ihnen künstlich. Das EEG hat Gamma-Wellen aufgezeichnet. Nachbildungen menschlicher Denkschemata. Es ist lebendig. Es bringt neue Prozesse. Neue Routinen hervor. Die Nenites sollten sich nicht von alleine weiterentwickeln. Doch sie tun es. Ja, das ist nicht gut. Oha. Ja, ich bin mittlerweile auch recht schnell aus dem Latschen. Okay, wie ist das nur? Wenn wir das Teil runterrufen... Da unten hat sich ja wohl der Weg geöffnet jetzt, ja? Ebene 1. Oh, guck mal, dort liegt einer. Seht ihr? Ja. Absolut, es hat sich geöffnet, Leute. Da rufe ich den mal wieder runter. War es ja wohl wirklich nur aus dem Grund, dass wir jetzt... ja, dass wir da oben nur den Aufzug aktivieren, beziehungsweise diese Dings öffnen, diese Schleuse. Ich weiß nicht, kann ich da runterspringen? Das ist immer so eine Sache hier. Schön, dich zu sehen. Ja. Schönen Tag, Warren. Ja, danke. Ja auch. Wow, ouch. Oh, doofe Idee. Nee? Okay. Ah, hier kann ich ihn doch runterrufen auf Ebene 1. Perfekt. Achtung. Lastenaufzug unterwegs nach erste Etage. Fragt. Oh, jetzt sind die Viecher ja auch hier. Ekelhafte Schweine. Nano-Schweine. Au. Oh nö. Aha! Hab ich dich! Ist hier irgendwas Neues, weil die jetzt wieder hier sind? Weiß ich nicht, aber ich schätze mal, da ist einfach nichts Neues. Vielleicht kann man die nur ganz gut farmen oder was? Ja, scheiße.
Ich will halt nicht weiter vor, weil da ist noch das andere Ding. Oh nein. Oh wow. Hast du mir gedacht? Scheißviecher. Die haben auch diese ekelhaften Stichattacken oder diese Energieattacken, die mich treffen. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Das Schwert wieder, hä? Huh? Mann, der arme Kerl. Komm jederzeit wieder. Ich würde gerne seine Maggie finden. Ich meine, es ist halt nur ein Roboter, aber es ist das Einzige, was ihn vielleicht noch an seine Tochter erinnert. Traurig, traurig. Na komm. Oh nein. Oh, das ist aber auch so schnell. Komm schon. Leck mich doch. Ist halt so scheiße. Ist halt so scheiße, ihr Viecher. Du kannst hier aber nicht raus. Also wenn die einmal diese Attacke gestartet haben, man kann die, glaube ich, nicht rausstaggern, oder? Was bei vielen anderen Feinden ja möglich ist. Bei denen aber... Bitte vergiss nicht. Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität. Und sollte auch deine sein. Die ziehen halt einfach durch, ne? Die ziehen einfach durch. Oh Gott, das sind ja auch schon wieder überall. Ah, wie es hier aussieht überall. Wie es hier aussieht, guck mal. Datenprüfsumme fehlgeschlagen, okay. Achtung, Ladung gesichert. Ja wunderbar, lass uns mal auf die Menschheit los hier. Oh wow, das ist auch noch, das schießt doch noch hinter ihnen, ne? Hey, das ist unglaublich. Er trifft dich einmal, du bist gestaggert. Scheiß Viecher. Ich hasse die, ne? Ich hasse die. Mädchen, ich hasse die, wenn ich die sehe, ne? Wenn ich die sehe, Mädchen. Bitte, ich schwöre. Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität und sollte auch deine sein. Ey. Mit dem Schwert ist das Schlimmste hier. Ach Mann. Ich betäuben bitte. Gut. Ich bin halt immer noch ein bisschen zu ungeduldig bei denen, das weiß ich. Generell sind das keine schwierigen Feinde, nur wenn sie halt Abstand zu einem haben, ist es echt heftig. So, und jetzt? Ach, da runter. Runter? Ah, die ist gebrutzelt überall. Brrr. Ich hab ein bisschen Angst, dass ich mir noch einen Stromschlag abhole irgendwoher. Exogerüst. Auf hier. Im K4. Oh, guck mal, jetzt ist das ganze Rumgewusel. Haha, furchtbar. Jetzt geht's auch noch in die Annalen des Ganzen. Was sind wir denn? Ja, nirgendwo? Cool. Da eine gewatscht. Habe ich gebraucht, wollte ich mir nur kurz abholen. Ey, wie es hier aussieht. Ja, irgendwie hat es was sehr Cooles vom Design her. Haben sie nochmal richtig eine reingehauen, du. Nee, finde ich wirklich, also gerade die Designer, absolutes Lob für euch. Also ihr habt das echt toll umgesetzt. Und ganz ehrlich, es sieht auch besser aus als Dark Souls von der Grafik. Sag doch nicht über Achtung. Was? Auf finalen Countdown vorbereiten. Wer hat den Count... Wer hat das erteilt? Niemand hat dir was erteilt, du blödes... Blödes Ding. Niemand hat hier gesagt, ist cool, lass das Ding mal los. Nein, kein Schwein hat es gemacht. Ach, guck mal, das war die Plattform, wo ich runtergesprungen bin und dann gestorben bin. Rompierter Prozess.
Ich denke, ich habe die Quelle unserer aktuellen Sicherheitsprobleme ausfindig gemacht. Ist es intelligent? Hat es Bewusstsein? Ehrlich, wir wollen ihn nicht wehtun. Aber das wird ihn nicht retten. Ich empfehle Terminierung. Oh nein. Das ist das Kollektivbewusstsein. Wie der Wissenschaftler sagte, er will nicht irgendwie nur ein kleines Rädchen in einem ganzen Teil sein, aber das ist wohl... Ja, das ist wohl das, was passiert. Wow! Ach du Scheiße. Wir müssen uns schnell und leise um die Angelegenheit kümmern. Nein, das ist Maggie. Au. Was ist das? Aha! Oh! Okay, ich hab eigentlich noch geheilt, aber ist gut. Ach, du elendes Vieh! Es ist schon ganz schön fies, diese Schwarmintelligenz. Nein, ich kann gar nicht mehr zum Dings. Ach, schade. Jetzt wäre ich gerne mal ein bisschen was an meinem Setup geändert, aber das ist wohl nicht mehr drin jetzt, ha? Leider nicht, gehe nochmal zurück. Möchte ich aber auch nicht so wirklich, weil das ist alles wieder nur Zeitverschwendung. Für euch wie für mich. Oh, nicht schon wieder. Oh, ich bin auch weggesprungen. Okay, das hat zwar nicht gezählt. Okay, ich lasse das jetzt mal liegen, mein Altmetall. Wobei, wenn ich... Wenn ich jetzt wieder sterbe, ist es halt weg, ne? Das ist schon der finale Boss. Hä? Na gut. Hey, Vorsicht jetzt, ja. Oh! Was denn schon wieder? Hat ja noch mehr Tricks drauf. So ein riesiger Gorilla sieht da aus. Okay, damit habe ich jetzt recht ein bisschen eigentlich, ne?
Oh Mann. Oh nein, er springt aber manchmal so bescheuert einfach. Was? Jetzt los. Nein, ich fick. Nein. Autsch. Oh, ich muss den, glaube ich, überladen jetzt. Ja. Oh, ich hab's nicht gesehen. Komm schon. Ich. Gott. Was ist denn? Götter sollten erschaffen, nicht zerstören. Chavez auch? Das ist nicht noch Chavez, oder? Und ich sehe. Die Slide-Attacken, die hasse ich ja. Oh, was? Kann schon abhacken. Offline. Oh,
Mimetische Klinge? Neue Waffe. Geil. Creo ist seit über 4 Tagen dunkel. Die Raketenstarts laufen weiter, aber wir konnten niemanden innerhalb des Komplexes erreichen. Ich will, dass Sie ein Team da reinbringen. Nutzen Sie Drohnen und Bots für die Aufklärung, aber ich will Leute vor Ort. Stellen Sie eine Kabelverbindung her, damit wir den Feed sehen können, wenn die Operation läuft. Und schicken Sie jemanden rauf in den unteren Orbit. Unsere Satelliten dort fangen eine nicht identifizierte Partikelemission vom letzten Start auf. Bislang ist sie inaktiv, aber sie unterscheidet sich komplett von allen bisherigen Resolve-Ladungen. Ich will wissen, womit wir es hier zu tun haben. Mr. Secretary, wir sind in Position. Kabelverbindung hergestellt. Wir haben gemäß der normalen Vorgehensweise Aufklärungsdrohnen reingeschickt. Allerdings kurz nach Einsatz Kontakt verloren. Die Spezialeinheit rückt jetzt ein. Was zum... Captain? Captain! Ich will sofort ein weiteres Team da drin. Bleib in deinem Häuschen. Sie haben uns befreit. Das ist unser goldenes Ticket. Werd mein Arsch hier rausbewegen. Oh, scheiße. Aber der Virus von Chavez hat da nichts gebracht. Leute, genial. Einfach nur genial, sag ich euch. Der Rollstuhl. Zum Wohle der Menschheit. Ein Achievement. Geile Sache, Leute. Richtig geil. Jan Klose, Matthias Reichert, den habe ich kennengelernt. Sehr netter Typ. Der Florian Stadelbauer. Ja, und so weiter. Leute, also schaut euch mal an, wie viele jetzt hier noch mitgemacht haben. Und vergleicht das mal mit anderen großen Studios. Ich möchte nochmal betonen, Deck 13 ist ein sehr kleines, verhältnismäßig deutsches Entwicklerstudio. Und... das, was sie hier gemacht haben, ist verdammt gut und es ist auf jeden Fall wettbewerbsfähig. Und ich würde mich wirklich, wirklich freuen, wenn sie weitermachen können mit dem, was sie hier machen. Weil ich meine ja, ich habe damals, habe ich schon erzählt, die ganzen Adventures gespielt, ich habe Ankh gespielt, ich habe Jack Keen gespielt. Ich habe das geliebt, das waren tolle Spiele, auch Venetica. Wer es noch kennt, Venetica ist leider auch total unbekannt und ging so ein bisschen unter. In Richtung... ja, dass Deutsche halt eben solche Action-Adventures machen können oder Action-basierten Rollenspiele. Ich mach das mal ein klein bisschen leiser. Ich hoffe jetzt die Aufnahme... oh, nein, okay. Ich würde das nicht überspringen, aber es ist gerade ein bisschen laut. Ich hoffe, man hört mich noch gut. Mein Resümee ist fantastisch. Es ist super, super, super. Ich habe ja zwischendrin... ah, Mann. Ich will ein bisschen drüber reden, aber es geht gerade schlecht, wenn's... hey, Michael Hoss! Hi, Michi! Sehr netter Kerl, habt ihr vielleicht im Vlog gesehen, als ich in Frankfurt war bei Deck 13, Entschuldigung, Deck 13. Ja, war sehr lustig bei denen. Also es ist ein schönes Studio, sehr nette Menschen, wirklich alle total gut drauf.
Es war auch direkt nach dem Release des Spiels und da ist man halt natürlich total fertig und gestresst, aber die waren alle super nett, also sehr offene, tolle Menschen. Naja. Auf jeden Fall sehr, es ist wettbewerbsfähig in meinen Augen und ich würde mich wirklich freuen, wenn das so ein bisschen subventioniert werden würde. Ich meine, andere Länder subventionieren ja auch, zum Beispiel Polen hat ja CD Projekt subventioniert mit einigen Millionen. Aber in Deutschland gibt es sowas leider nicht, ganz besonders nicht in Hessen, hat mir der Michael erzählt. Also in Hessen ist es leider so, dass die gar nicht springen lassen für irgendwelche künstlerischen Sachen wie Videospiele oder, ne, ihr wisst schon. Aber ich muss sagen, ich habe zwischendurch ja ein bisschen geschimpft und habe gemeckert über das Balancing, bin ich auch immer noch der Meinung, ich find's. Ach schön, jetzt hören wir doch das Lied. Es ist halt ein bisschen, ich fand's immer noch ein bisschen krass, mittlerweile habe ich gesagt, okay, ja, man muss sich halt darauf einstellen. Stimmt schon, und wenn man die richtigen Upgrades hat, ist es auch nicht mehr so hart. Ach schön. Jetzt kommen die Französischen, das interessiert uns jetzt nicht mehr so. Tut mir leid, wenn ich das Lied abkürze. Ja, also wie gesagt, mein Resümee, ich hoffe wirklich, ich meine, wer es noch nicht weiß, Lords of the Fallen, da liegen die Rechte ja bei City Interactive in Polen. Leider ist das wohl kein sehr netter Publisher. Ich will mir jetzt keine eigene Meinung erlauben. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, dieses Geschäftsgebaren von denen, aber ist wohl so, dass die Rechte jetzt bei City Interactive liegen und Deck 13 hat da nichts mehr mit zu schaffen mit Lords of the Fallen, weswegen jetzt auch The Search kam. The Search wird vertrieben, wie ihr gesehen habt, von Focus, also geschrieben Focus, aber die nennen sich halt Focus, weil sie in Paris sitzen. Koch Media macht das Ganze dann in Deutschland und ich glaube, wenn es ein finanzieller Erfolg wird, dann kommt da auf jeden Fall auch ein zweiter Teil von The Search. Ihr habt ja gesehen, das ist alles so ein bisschen offen gelassen worden. Man hat nicht gesehen, dass die Welt jetzt endgültig zerstört wurde, aber ich stehe total drauf und ich würde mich wirklich freuen, wenn ein zweiter Teil kommt. Absolut, Leute, absolut. Sowas sollte man unterstützen, also ja, solche Spiele sollte man sich kaufen, wirklich. Und nicht warten, bis es irgendwann im Sale ist für einen Zehner oder so, sondern wirklich auch mal ein bisschen mehr vielleicht springen lassen, wenn man Bock drauf hat, so sehe ich es zumindest. Weil es ist halt einfach eine tolle Sache, die Leute zu unterstützen. Und ich hoffe, ich habe dazu beigetragen, indem ich es gespielt habe jetzt hier für euch. Das Feedback war ja auch durchaus gut, bis auf das, wo ich dann halt was auszusetzen hatte, da, naja, ihr wisst ja, wie es ist. Es gibt immer Leute, die können es besser und deswegen muss man das dann halt auch kundtun. Aber ist ja kein Problem. Darum geht's ja nicht. Es geht eigentlich um den Spielspaß. Ja, und ich hoffe, ihr hattet den auch. Ich hatte auf jeden Fall richtig viel Spaß beim Spielen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Und Michael, keine 30 Stunden, wie du siehst. Ja, weil er sagte, ich werde bestimmt 30 Stunden brauchen. Also sie brauchen 20 intern und ich war sogar jetzt schneller als 20. Edgy Badgy, mein Freund. Okay, Leute, ich danke nochmal fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen oder was auch immer ihr tut. Und würde mich freuen, wenn ihr mir treu bleibt, bei anderen Projekten mal wieder reinschaut, etc. Wir sehen uns wieder. Ich bin's, euer Bruger. Macht's gut. Haut's rein. Tschüss.